Hallo meine lieben Klemmbaustein-Fans, hier ist der Sascha und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf unserem Kanal Klemmbaustein Customs. Die Jungs sind schon ganz hibbelig, denn sie möchten mit diesem Set, was gar kein Set ist, spielen. Denn heute von Kobi Creative Power. Eine Packung mit 650 Teilen von Kobi. Ganz viele verschiedene Steine, um seine eigene Steinesammlung einfach mal bunt gemischt zu erweitern. Da ist jetzt nicht viel anzugucken. Ich zeige euch mal ganz kurz die Rückseite. Da seht ihr so, welche Teile da drin sind. Ganz viele verschiedene Steine, Platten, ein paar Fliesen, Türen, Fenster, Räder und so weiter und so fort. Na, da kann man eben seine Sammlung schön erweitern. Das kommt uns ganz gut gelegen, denn wie ihr vielleicht schon wisst, wenn nicht, erfahrt das jetzt. Ich habe keine Lego-Sammlung mehr aus meiner Kindheit. Die haben meine Eltern damals leider verschenkt, warum auch immer. Ist so, aber jetzt können wir hiermit eben einfach den Vorrat aufstocken und mit Q-Bricks kombinieren und den anderen Lego-Steinen. Das passt ja alles soweit ganz gut. Klar, Farbkompatibilität ist immer so eine Frage, aber die Kinder interessiert das zumindest in dem Alter nicht wirklich. So, packen wir das Ganze einfach mal schnell aus. Gucken mal, ob wir da irgendwie jetzt was ganz Besonderes finden und dann können die Jungs loslegen mit dem Bauen und dann schauen wir mal, was sie so alles Schönes gebaut haben, schauen uns das dann an und kommen zum Familienfazit. Ganz viele bunte Steine. Hier eine graue Platte und hier alles in den Tüten aufgeteilt und ja, ihr habt ja vielleicht auf dem Karton gesehen, da gibt es eben in verschiedenen Farben die Steine verschieden oft. Also hier hat man zumindest schon mal einiges an Auswahl, um ordentlich was zu bauen. Qualität der Steine, denke ich mal, wird kobitastisch alles sein. Nichtsdestotrotz sage ich dazu dann nochmal was im Familienfazit. So, also, ihr habt schon mitbekommen, die Jungs warten ungeduldig darauf, loslegen zu können. Ich packe die Steine den Jungs dann jetzt mal aus und dann legen wir los und wir sehen uns dann mit den fertigen Bauten im Familienfazit. Bis gleich! Unsere zwei Baumeister haben ihre Arbeit mal zwischenzeitlich eingestellt, machen eine kurze Pause und wir kommen zum Klemmbausteinkastens Familienfazit. Hier seht ihr so eine Auswahl an schönen Konstrukten, Gebäuden, Fahrzeugen, alles drum und dran, was so gebaut wurde. Wurde teilweise schon umgebaut, modifiziert oder noch ein bisschen was zwischendurch eben ja dazu gebaut. Die Originale blenden wir jetzt mal, während wir hier so quatschen, nebenbei als Bilder ein. Und da seht ihr auch dann die Bezeichnung, die die Jungs quasi den Fahrzeugen, was auch immer, gegeben haben. Und oben, da findet ihr eine Abstimmung, dann könnt ihr einfach mal wählen, welches Set euch am besten gefällt. So, wer möchte denn noch was zu den Steinen loswerden? Der Leon. Gibt es Steine, die dir besonders gefallen? Diese Wassersteine, der da oben in der Mitte und, ja, und die Fenster und... Vor allen Dingen darf ich ganz kurz, dass die Fenster sind zum Aufklappen. Ja, das ist ziemlich schön. Ja. Und die Türen. Genau, die Türen. Jetzt haben wir endlich mal welche. Und die bunten Steine und die 2x4 Fliesen, so, die nenne ich so als Schutzschilder. Mhm. Genau. Und da gibt es so runde, Platten, die sehen aus, als leuchten die. Und ich habe gesagt, die leuchten, aber die leuchten nicht. Genau, ich nehme mal Schutzschild ab. Versuch's mal euch zu zeigen, ansonsten erkennt das vielleicht auf den Bildern, da sind eben einmal eins Platten in rund, gelb drin, so ein bisschen Trendsgelb. Und der Garten, den der Noah gebaut hat, der gefällt mir auch. Und gut. Alles gefällt mir. Ja, super. Also eine richtig schöne Steinesammlung haben wir hier, viele, vielfältig und da ist für jeden was dabei, für jedes Bauwerk was dabei. Möchtest du einen Daumen abgeben, Leon?
Daumen nach oben. Dankeschön. Noah, möchtest du denn auch noch etwas zu den Steinen sagen? Ja. Und was gefällt dir? Oder was möchtest du sagen? Welche sind deine Lieblingssteine? Grins, grins, grins. Gut, er kennt die Bezeichnung der Steine natürlich auch nicht. Ich kann sagen, dass er hier ganz gerne die aufeinander versucht so hat zu stapeln. Das ging dann ein bisschen schwierig. Da fehlt ihm noch ein bisschen die Fingerfertigkeit, deswegen durfte ich dann zwischendurch mitstapeln, aber er hat auch einige drauf gekriegt. Die Türen und die Fenster gefallen dir auch gut? Er grinst jedenfalls von einem Ohr bis zum anderen. Ein bisschen schüchtern ist er heute. Möchtest du einen Daumen abgeben, Noah? Ja, und was für einen Daumen gibst du den Steinen? Der Daumen nach oben. Da ist er schon. Ganz langsam und vorsichtig. Dankeschön. So, dann noch die Mama, die noch nicht damit das Vergnügen hatte, darf trotzdem mal was erzählen. Genau, ich habe jetzt noch keine Riesenkonstruktion gebaut, aber ich habe schon ein paar Steine Probe gestöpselt. Sie sind wirklich gut, die Klemmkraft ist gut, wie man es eben gewohnt ist. Ich finde vor allem die Vielfalt an besonderen Teilen toll, egal ob es jetzt das Geländer ist oder irgendwelche Slopes, abgerundeten Steine. Es ist wirklich toll. Es sind auch richtig, richtig schöne Farben dabei, eben einfach mal besondere Farben, die man sonst jetzt nicht unbedingt so im Standardsortiment hat. Von daher finde ich sie wirklich sehr, sehr toll. Wie gesagt, damit gebaut habe ich leider noch nicht, aber ich freue mich schon drauf, wenn ich dann mit den Jungs zusammen was bauen kann, weil, sind schöne Steine. Ja, da fliegt genau, da die Flieger. Mein Segelflieger fliegt, das Einzige, was ich schnell zusammengebaut habe. Aber auf jeden Fall für mich ein Daumen nach oben. Ich bin damit sehr zufrieden. Vielen Dank. Und da sind wir dann schon quasi auch schon fast beim Ende. Ich kann auch nur sagen, es sind super Steine. Hier kriegt man für 20 Euro 650 Steine, hat viele Spezialteile dabei, die man sonst so eben nicht hat. Einziges Kleines, was ein bisschen schade ist vielmehr, dass nur 4 Räder dabei sind und eben 2 Achsen. Da könnte ein bisschen mehr drin sein, aber gut, das ist dann jetzt eben Bedarf bei uns. Einfach so, wir haben noch ein paar andere Fahrzeuge, die in der Sammelkiste sind, da passt das dann schon. Aber da könnten ein paar mehr drin sein. Nichtsdestotrotz, alles in Ordnung. Für 20 Euro, wie gesagt, kann man hier, wenn man Steine braucht allgemein, um irgendwas bauen zu lassen, nichts falsch machen. Und sie fliegen auch gut, wie man vielleicht nebenbei hört. Gut, dann wir bauen mit den Jungs, kann man dann demnächst mal schön auch was mit normal großen Steinen bauen. Vergesst nicht die Abstimmung, Bilder habt ihr jetzt alle gesehen. Danke euch fürs Zuschauen, baut dann jetzt auch demnächst mal was Schönes. Wir heben wohl dann jetzt mal ab. Wünschen euch noch einen schönen Tag. Hat es euch gefallen, dann lasst gerne euren Daumen nach oben da. Wenn ihr auch unsere weiteren Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert uns sehr gerne. Denkt an die Glocke, damit ihr auch dran erinnert werdet, wenn was Neues da ist. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis tschüss. Dann. Tschüss.